Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den Oldtimern. Nein, mit den Oldtimern auf der Merlobe. Wir sind in Folge 35. Ja, ich stehe hier gerade vor meinem Hallo Mark Unimuck-Gespann und es ist hell. Genau, es ist hell. Die Tiere hungern sozusagen, weil es ist nichts an Nahrung mehr da. Die Nacht ist durch sozusagen und wir haben aber trotzdem was produziert gekriegt, wie ihr seht, nämlich 3356 Liter Mist, 4104 Liter Gülle und 1589 Liter Milch. Das war schon mal gar nicht übel. Wasser ist noch da, Stroh ist auch noch drin. Ne? Das hat also gut funktioniert. Sauberkeit ist bei 81%. Das ist auch noch okay. Wir haben jetzt hier noch die Mischrationsgeschichte und sowas, die ist leer. Das heißt, wir müssen uns heute ein bisschen um die Tierversorgung kümmern. Eine Sache ist noch dabei, wir gucken jetzt auf morgens und wenn wir jetzt auf die Karte gucken, sehen wir, wir sind noch relativ in der ersten Wachstumsstufe. Ich habe das ein bisschen so gemacht, dass das nächste Mal, dass die Felder reif sind, halt am nächsten Tag erst sind, und zwar vormittags. Dass wir halt ein bisschen mehr Zeit haben und nicht in die Nacht arbeiten müssen. Das werden wir dementsprechend dann auch dann vorspulen, aber wir müssen uns halt zuerst mal um die ganze Tiergeschichte kümmern. Das ist also sozusagen Punkt 1. Und damit werden wir jetzt dementsprechend noch erstmal anfangen. Wir haben hier noch ein bisschen unsere Hänger stehen. Und wenn wir jetzt hier einmal so quer durchhuschen. So. Da sind wir ja schon. Ja, dann können wir auf die Wiese gucken. Der Stall ist auf dementsprechend noch von der Versorgung. Da steht noch unsere Wassergeschichte. Ich habe auch noch mal zweimal Wasser nachgepackt. Also die haben auch was weggesoffen sozusagen. Hier hinten muss ich die Waschgeschichte wieder wegnehmen, weil das hier ist der Misthaufen, wie ihr seht. Ne? Und deswegen habe ich den Traktor auch ein bisschen aufgebockt. Das heißt, wir müssen uns auch einen anderen Platz suchen für unsere Waschgeschichte, weil den hier wollte ich noch eigentlich waschen und reparieren. Das müssen wir auch noch tun, aber woanders. So simpel ist es. Und wir müssen dafür wohl anderer Seite wieder unsere Waschgeschichte wohl verkaufen. Aber ich glaube, das war nicht so die riesige Summe. Das sollte man, glaube ich, hinkriegen. Ich bin schon dran vorbei. Ne, da. Gartenschlauch. Ne? Also den, wollt ihr den verkaufen? Ja. Weil wir müssen ihn woanders hinsetzen. Der steht im Misthaufen. So hart ist es halt. Ne? Dann gehen wir gleich. Hätte ich auch draufbleiben können, ich Witzbold. Auf die platzierbar diversen Sachen. Da müsste eigentlich irgendwo zwischen gewesen sein. Da. Und dann sollten wir uns jetzt mal einen neuen Platz dafür suchen. Ja, in der Ansicht sieht man auch schön unsere Kühe, da laufen sie rum. Und ich glaube, kollidiert mit einem anderen Objekt. Da auch. Super viel Platz haben wir da anscheinend gar nicht für. Gucken mal. Ah, hier in der Ecke beim Container. Aber da fahren wir rum. Das ist natürlich auch nicht ganz so praktisch. Hier kollidiert er auch mit einem anderen Objekt. Anscheinend haben wir nicht so super viel. Tatsächlich hier an der Ecke irgendwo? Ne. Gucken wir einfach mal hier. Im Lager auch nicht. Ja, aber so, jetzt machen wir es hier an der Wiesenecke. So. Dann steht da jetzt unsere Wasserversorgung sozusagen. Ja, hier vorne neben der Pfütze. Das sieht auch gut aus, weil das ist das übergebliebene Wasser. Das ist doch ganz okay. Stören tut es auch nicht. Rumfahren tun wir da sowieso. Das ist alles okay. Gut, ja, dann können wir ihn ja auch gleich sauber machen. Und wie gesagt, die Tiere müssen uns kümmern. Ein bisschen Wasser rein. Ihr seht, der erste Mist ist da. Das da hinten ist nämlich der Misthaufen. Wir haben ihn hier ursprünglich mal gesucht. Es war bloß nichts ein- oder umzäuntes. Das ist der ganze Trick an der Geschichte. Deswegen hat man da nicht so super viel von gesehen. So, wir nehmen uns erstmal unseren Wasserschlauch. Hier sieht man auch gleich alles angepfützt. Und machen das gute Stück erstmal sauber. Und dann sehen wir erstmal weiter. Ja, wir müssen den Futtermischer ins Laufen kriegen. Das ist schon der ganze Trick. Und da müssen wir mal gucken, wie das mit dem Mischverhältnis bei dem aussieht.
Die andere Geschichte ist, ich hoffe, er nimmt von Mischverhältnis, dass er nicht Heu und Silage gleichsetzt und Gras haben will, weil dann hätten wir ein Problem, weil wir haben kein Gras. Also wenigstens nichts, was ich jetzt nicht irgendwo von der Straßenkante holen müsste oder so. Sagen wir es mal so. So, ja, auch hier müssen wir durchaus sauber machen. Aber es ist auch schon ziemlich abgenutzt, das gute Stück. Was macht nichts. Was arbeitet, ne? Das kann auch aussehen, als wenn es arbeitet. So. Wieder weg. Die beiden reparieren. Das ist das nächste. Ah, der hat 16 rückwärts, dann kann ich auch gleich rückwärts an die Werkstatt ranfahren. So, ja, da ist unser Frontlader-Part. Den brauchen wir später auch noch mal wahrscheinlich zu sauber machen. Und hier könnte man den Kollegen drin parken, das wäre also kein Problem. So, hier lasse ich jetzt mal den Motor laufen. So, einmal reparieren, 56 und, oh, der hat es ordentlich nötig gehabt. War nur 23. Ah, seht ihr, der hat auch gleich neue Farbe gekriegt, das ist ja hervorragend. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier mit hier rum, so. Und hier schmeißen wir jetzt eine Runde das gute Stück hier ab. Weil, wenn wir jetzt nämlich in die Garage gucken und wir gucken hier mal auf unsere Traktorengeschichte und sehen ihn hier, dann ist er bei 92 PS und alle anderen sind eher so drunter, ne? 75 und sowas, also er ist schon der leistungsstärkste. Und wenn wir jetzt unsere Futtermischgeschichte angucken, die wir hier finden, da, die braucht 80 PS. Das heißt, momentan ist es der einzige von der Leistung her oder von den Leistungsdaten her, der es könnte, die Versorgung. Ne? Deswegen nehmen wir jetzt den Hanomag für den Futtermischer. Und der steht hier vorne. So. Und jetzt haben wir schon den ersten Test, den wir jetzt mit ihm machen. Wir fahren nämlich jetzt mit ihm rüber zu unseren Ballen und gucken, ob wir da per Hand Ballen einwerfen können. Ne, das ist ja der Punkt. So. Ne, von der Mischgeschichte hier. Ja, ich kann einen Ball nehmen. Mein Ballen ist weg. Und hier unten wird mir was angezeigt. Das ist auch in dem Sinne schon mal nicht schlecht. Also, wir brauchen hier mal erstmal diese bisschen, die außen vorliegen hier. So. Weil wir brauchen im Prinzip, wenn ich mich nicht täusche, vom Anteil her, auf jeden Fall 5 Ballen. Das ist jetzt Nummer 3. Oh, ich gucke hier schon ziemlich rum. Nummer 4. Nummer 5. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, da ist jetzt Heu drin. Kann ich hier so auch anmachen? Oder läuft der jetzt bei uns so als Hänger? Sieht irgendwie nicht aus, als wenn er die Futtermischvariante so machen würde. Sorry. Aber ich habe ihn als Futtermischer gekauft. Ich fahre jetzt mit ihm gleich nochmal zurück. Wir fahren nochmal auf die Konfiguration unserer Werkstattgeschichte. Und dann schauen wir da mal. So, wie gesagt, Heu zeigt er an. So. Damit
ein Momentchen dauert, mache ich immer den Motor aus. Wir gucken einfach mal. So. Konfigurieren. Design-Futtermischwagen. Nö, so ist okay. Schutzgehäuse an. Also eigentlich soll er so funktionieren, wie er hier funktioniert. Das heißt, ich müsste eigentlich was anderes dazu schmeißen. Wir kriegen da 12.000 Liter rein. Das heißt, wir hätten jetzt 2.400 Liter Heu gebraucht. Von meiner Aufteilung her. 3.600 Liter Stroh in Restillage. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir... hier Silage rankriegen. Nämlich hier. Dafür brauchen wir jetzt den Kollegen hier. Und der muss erstmal mit dem Wassertank raus. Den können wir voll machen lassen und dann da stehen. Weil die Tiere brauchen garantiert auch noch Wasser heute. Und hier seht ihr, da vorne müssen wir auch ein bisschen sauber machen. Deswegen ist es auch gut, dass wir die Schaufel am Start haben. So, den Wassertank hier vorne abstellen. Den lassen wir natürlich erst einmal volllaufen dafür. So. Dann lasse ich den einfach mal hier stehen. Hier stört er momentan auch nicht. So, und dann müssen wir uns unsere Kombo Gewicht und Schaufel gönnen, weil wir das brauchen wir eh, weil wir ja auch die Tiere sauber machen müssen. So, erstmal wir hinten mal schön das Gewicht dran. Dann gönnen wir uns den Frontpart hier mal. So. Und dann bin ich immer gespannt, ob ich da jetzt einfach eine Schaufel reinhauen kann. Vor allen Dingen brauche ich jetzt 6 Schaufeln davon. So. Ja, füllt es dazu. Das ist schon mal gut. Das heißt, es muss normalerweise die Hälfte ist das gute Zeug hier. So. Der wird natürlich, wenn wir jetzt gucken würden, immer auch sagen, es ist eine blöde Mischung, was kein Wunder ist, weil gar kein Stroh dabei ist. Ne? Also meine Idee ist halt, wie gesagt, bei knapp 12.000 Liter, die wir haben, ist die Idee eigentlich ziemlich simpel. Normalerweise, wenn ich jetzt ein Mischungsverhältnis habe, ist das 5-3-2, das Mischungsverhältnis. Also so mache ich das sonst mit den Ballen. Das habt ihr auf der Erlengrad zum Beispiel auch schon gesehen. So funktioniert es normalerweise. Und zwar 5 Silage, 3 Heu und 2 Stroh. Das heißt, ich müsste eigentlich noch 2 Ballen holen. Weil 12.000 Liter, die hier ungefähr reingehen, das war jetzt Nummer 3, ne? 12.000 Liter, die jetzt hier reingehen, sind eine Einheit halt 1200. Ne? Das heißt, ich brauche dann bei 5 Einheiten hiervon brauche ich 6.000 Liter. Deswegen komme ich halt auf 6.000 Schaufeln, auf 6 Schaufeln, weil es dann knapp 6.000 sind. Es ist auch knapp unter 12.000, also das passt halt schon. Das müsste jetzt Schaufel Nummer 4 sein. Ich werde mich jetzt sicherheitshalber mal in den Hanomarkt setzen. Gucken, ob er mir was anzeigt. Er zeigt mir jetzt schon eine Mischration an. Okay. Also er hat es als Mischration erkannt. Also das war jetzt Schaufel 4. Wenn wir 2 Stroh nur brauchen. Oder brauchen wir... Ne, wir brauchen 3 Stroh und 2 Heu. Ich glaube, so rum ist es, ne?
3 Stroh und 2 Heu. Dann bin ich, glaube ich, auch richtig. Deswegen habe ich auch 5 Ballen genommen, weil eigentlich brauche ich 2 Einheiten, dann 2400. Und 3 Ballen sind 2500. Also das ist ein bisschen Überhang an Stroh. So. Das wäre ein bisschen zu wenig hiervon. So, das ist jetzt Schaufel Nummer 6. Sorry für den Hustenpart hier. Schaufel Nummer 6. So. Das Ganze spannend zu machen, werde ich jetzt dick schaufeln. Haha, gut, ne? Nein, ich werde jetzt einmal zur Unreinigkeit schon mal mit ihm fahren hier. Und wir werden das mal wegmachen, weil normalerweise ist das, was da liegt, Silage. So, ein bisschen dichter rangehen. So. Schaufel vernünftig. Ups, nicht aufbocken, sondern so. Nehme ich das so auf. Ja, klappt hervorragend. Und ihr seht, das sind nochmal 270 Liter Silage. Die packe ich nämlich jetzt einfach auch da rein. Ne, normalerweise hätte ich jetzt direkt in den Trog getan, aber ich habe ja immer so 60 Liter pro Schaufel zu wenig, sind 360. Hier kommen jetzt zufällig 270 zusammen durch Saubermachen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ne, einfach da rein damit. Und dann sollten wir im Verhältnis gesehen eigentlich nur noch Stroh auffüllen müssen. Und Stroh kriegen wir aus dem Lager. So. Den lasse ich jetzt hier erstmal stehen. Motor aus. Wir hüpfen in den Hanomag. Da stehen wir. Er sagt 70% Füllung. Was ja genau passen würde. Also, ne? Bei 10 Einheiten, 5 Silage und 2 Stroh und 2 Heu sind 70%. Ne? Das sind 7 Einheiten. Es fehlen jetzt noch 3 Einheiten und das ist Stroh. Und die holen wir vom Lager. Ich fahre jetzt einfach mal vom Hof runter und verkaufe das und setze mich damit ab nach Amerika. Nein, das geht nicht. Ich fahre jetzt hier hinten von der Seite ins Lager rein und brauche hier auf dem Platz nicht wenden. Und habe gleich den richtigen Bogen, um das zu den Kühen zu fahren. Ja, deswegen fahre ich jetzt hier lang. So. Füllen. Da haben wir Stroh. So, wir sind voll. Er sagt offiziell, es sind nur Stationen. Und jetzt bin ich gespannt, ob das auch so einfach funktioniert. Wenn ja, dann würde ich sagen, ist das relativ gut, wie es funktioniert bei uns hier. So. Morgen. So. Aber irgendwie erkennt er das hier nicht. Das ist nicht gut. Ich könnte natürlich vielleicht ich kann rückwärts fahren mit dem Drehschemel. Ich kann überhaupt nicht rückwärts fahren, davon abgesehen. Auf der Wiese. Ich fahre noch mal andersrum durch, ob er dann den Abnehmer erkennt oder nicht. Dass er die Hilfe anmacht. Aha. Ach, gleich für Sperren. Das war schon mal mein Trick. Das Verhältnis ist eigentlich alles im Grün, okay. Okay, hier hätte ich natürlich jetzt auch die Abtipps, achso, abschalten muss ich hier, okay. Vielleicht war es das Abschalten. Also die Mischverhältnisse sind alle im Grün. Aha, ich habe natürlich auch Traktor gehabt. Jetzt läuft das Ganze. Da seht ihr, das Ganze wird abgegeben. Offiziell ausgeladen. Wir gucken natürlich jetzt auch gleich mal nach,
ob es auch bei den Tieren ankommt. Und da seht ihr, die Mischrationen kommen an. Das ist doch ziemlich genial. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Allerdings sehen wir, dass wir das doch vielleicht so 7 bis 500 Mal machen müssen. So. Ja, dann wissen wir schon jetzt viel besser Bescheid. Das ist doch schon mal gut. Sieht auch richtig schön, wie das rausgefördert wird. Dauert auch ein Momentchen, bis es draußen ist. Und die Kühe sind auch gleich schon wieder am Rumschmatzen da. Ne? Das ist doch hervorragend. So muss das sein. So, jetzt sehen wir mischrationsmäßig. Also ich würde behaupten, das ist ein Tag ungefähr. Das habe ich auch bei anderen Sachen auch behauptet, das hat mir auch nicht geholfen. Ne? Gut. Ja, wir haben flexible Sachen und wir haben weniger flexible Sachen. Das heißt, das Unflexibelste werde ich immer zuerst machen. Ich werde also zuerst die Ballen da reinmachen, weil wenn ich nachher da einen Ball nicht reinkriege, stimmt das Mischverhältnis nicht. Weil wir haben ja gesehen, wir waren relativ dicht dran, aber es geht ja mit unseren Schaufelgeschichten und sowas. Das hat ja funktioniert. So, ich mache ihn erstmal wieder aus. Laufen wir mal eine Runde rum. Dann sehen wir, also ein paar Ladungen kriegen wir hier auf jeden Fall hin. Nicht durch die Gegend werfen hier, sondern ordentlich aufnehmen. Sah schon besser aus. Muss halt gucken, wie gut oder schlecht man sich bewegt. So, war schon Nummer 5. Muss ich da erstmal nachgucken. Ich kann heute ein Gedächtnis, das gibt es gar nicht. Ne, 2000 Liter. Einen Ballen brauchen wir noch. Einen haben wir noch. So, einen haben wir noch. So, ja, das ist der letzte Ballen, der da reingeht. Und das ist auch die letzte Aktion. Zeugnis Reusbaum. Das ist auch die letzte Aktion, weil wir sind am Ende der Sache für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis zum nächsten Mal.